Sind wir bei der zweiten Division und da präsentierte Ried im oberösterreichischen Derby gegen den FC Linz seinen neuen Torhüter, den von Salzburg gekommenen Thalhammer, der ja auch das Tor der unter 21 Nationalmannschaft hütet. Thalhammer spielt ja für den verletzten Tormann Sieber und eines von vier 19-jährigen Talenten der Rieder. Erster Angriff des FC Linz, Ivsic Fehlpass hier, die Linzer von rechts nach links spielend und Baumgartner inszeniert einen Konterangriff. Rechts läuft sich Kramer frei, aber links Angerschmied, ein 19-jähriges Talent. Und vorbei an Laschinger zum 0:1. Der SV Ried führt in der 9. Minute mit 1:0. Angerschmied, ein unter 20 Nationalspieler. Das 1:0 für die Innviertler. Zuletzt haben ja die Innviertler zweimal hintereinander verloren. Ein sehr flottes Spiel. Angriffsfußball auf beiden Seiten ist Trumpf. Wiederum Baumgartner auf Libero Bosniakow und Torhüter Laschinger. Jetzt der FC Linz, Brunnmeier, 19-jähriges, großes Stürmertalent auf Stumpf. Er führte mit 11 Toren die Schützenliste an 42. Minute. Der Ausgleich, das 1:1 und Sie sehen es nochmals, ein Eigentor vom Knie von Kiesenhofer. Rollt der Ball ins Tor, 1:1, das ist auch der Pausenstand. Stumpf, Torhüter Thalhammer. 4.500 Zuschauer im Linzer Stadion, Bosniakow. Einer der vielen Angriffe wiederum der Linzer, wiederum der sehr schnelle Brunnmeier. Lässt zwei Rieder stehen und nur knapp drüber. Es bleibt aber beim 1:1 zwischen dem FC Linz und dem SV Ried. Ja, und das bedeutet auf dem Totoschein das Spiel 6, Tipp X. Die Ergebnisse: Stockerau-Puch 4:0, Vienna-Oberwart 0:2, eine Heimniederlage der Döblinger, Kufstein gegen Krems 1:0, Spital gegen den Favoriten AC gleich 6:0, Wiener Neustadt gegen Leoben 3:1. Auf morgen verschoben wurde das Spiel zwischen GRK und neuerlich verschoben werden. Nächster Termin ist Dienstag beim Krems SC.